Ich zeige dir jetzt ganz kurz die Funktion vom Lazyn Mega XL GPS. Das sind als erstes hier die unterschiedlichen Datenfelder. Ich nutze ihn hier in Quermodus. Jetzt siehst du den GPS-Track, den ich jetzt gefahren bin. Das sind jetzt die verschiedenen Zoom-Stufen der Karte, welche sich über die Knöpfe ein bisschen schwer bedienen lassen. Und leider ist auch kein richtiges Rauszoomen möglich. Hier siehst du nochmal die Knöpfe, die sind auch etwas zu eng angeordnet. Wäre schöner, wenn da der Abstand größer wäre. Und wenn du die eine Taste länger drückst, kommst du hier in die Einstellung. Jetzt hast du oben kurz die Benachrichtigung für die Navigation gesehen. Ich habe jetzt hier die Route aktiviert. Und dann kommen automatisch immer die Alarme, beziehungsweise hier auf der Karte siehst du auch, wo du langfahren musst. Das ist der Trainingsmodus. Er funktioniert leider nur mit Workouts von Trainingspeaks und Daysplan. Jetzt siehst du hier die Strava Live-Segmente. Kam als erstes die Benachrichtigung, dass es losgeht. Und oben siehst du die beiden Fahrräder, der Vergleich mit meinem persönlichen Rekord. Ich liege jetzt hier einige Sekunden oder schon eine Minute zurück und am Ende siehst du dann die Endzeit. Das Display kannst du auch in dem Porträtmodus nutzen. Hier ist auch noch die Hintergrundbeleuchtung aktiv und das ist die Halterung, die nicht mit dem Garmin-System kompatibel ist. Das war noch die Benachrichtigung, dass auch WhatsApp-Nachrichten funktionieren. Weitere Infos zum Lazyn Mega XL inklusive Testfazit findest du auf meinem Blog. Danke fürs Reinschauen!